Tja. Aha. Okay, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht so richtig gerechnet. Hey, na? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kommt rein. Küchenchaos, kommt rein. Stell mal diese wunderschöne Tasse wieder hier oben hin. Habe ich nur für den Gag hier runtergeholt. Wir haben etwas für euch im Internet gefunden. Und wie ihr wisst, beim Küchenchaos geht es darum, unter anderem, mittlerweile nicht mehr ganz so viel, aber da wollen wir jetzt wieder hin zurück. Wir testen virale Trends für euch. Und wie oft habt ihr euch schon Rezepte auf TikTok oder Instagram vielleicht abgespeichert, um sie irgendwann mal nachzumachen und habt es nie gemacht? Richtig, mindestens 1 Million Mal. Fast so oft, wie ich das gemacht habe. Und ich dachte mir, ich mache das für euch, damit ihr das nicht mehr machen müsst. Und teste diese Rezepte. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr sie einfach für immer abgespeichert lasst und nie nachmacht oder ob ihr sie wirklich nachmacht. Und wir haben heute Zimtbrötchen. Ihr könnt das Rezept unten in der Infobox finden, genauso wie die Quelle. Und wenn ihr hier nichts mehr verpassen möchtet, wie immer, lasst mir ein Abonnement auf dem Kanal und vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wir hüpfen jetzt mal hier runter und begeben uns zu den wundervollen Zutaten, die Philipp für mich schon hier so aufgereiht hat. Und starten. Ihr braucht im Grunde nur eine Schüssel, weil da kommt jetzt einmal alles zusammen rein. Ich habe jetzt hier Dinkelvollkornmehl. Selbstverständlich. Dann habe ich Proteinpulver. Ich habe hier geschmacksneutrales genommen. Es gibt auch welches, das ihr mit Zimtgeschmack zum Beispiel nehmen könnt. Wenn ihr jetzt keinen Bock auf Proteinpulver habt, könnt ihr das auch weglassen. Einfach die gleiche Menge Mehl nehmen. Das ist einfach nur für mich, weil ich aktuell viel Sport mache und ein bisschen gucke, dass ich irgendwie Protein reinkriege. Deswegen habe ich Proteinpulver genommen. Dann kommt das großartige Vitamin Z dazu. Zucker. Mm. Ihr könnt auch Erythrit nehmen, wenn ihr möchtet. Backpulver. Und Zimt selbstverständlich. Ach, ich weiß nicht, ob das eine angemessene Menge ist. Ich bin mir unsicher. Dann kommt Pflanzenmilch hinzu. Und ich habe jetzt hier veganen Quark. Guck mal, das sieht halt wirklich literally aus wie Quark, ne? Das kommt da jetzt auch einmal rein. Und das ist jetzt mein Eiersatz. Ich habe jetzt Kichererbsmehl genommen. Das heißt, ihr nehmt 1 Esslöffel Kichererbsmehl, 3 Esslöffel warmes Wasser. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Sojamehl nehmen, wenn ihr lieber Soja nutzen möchtet. Ihr könnt aber auch 1 Esslöffel geschrotete Leinsamen nehmen und 3 Esslöffel warmes Wasser. Das funktioniert auch alles wunderbar. Wichtig ist einfach nur, dass ein Ei ersetzt wird. Ich würde keine Banane nehmen, weil ich glaube jetzt schon, dass der Teig ein bisschen gatschig werden könnte. Was ich jetzt noch dazu mache, ist so ein Löffelchen Flavorpulver. Das gibt es von unterschiedlichsten Marken. Das müsst ihr nicht nehmen. Ihr könnt auch einfach mehr Zimt nehmen. Blablabla. Aber ich nehme das jetzt, weil ich es einfach hier rumstehen habe und verwenden schmeckt möchte. Halt einfach. Es schmeckt auch also einfach leider echt sehr gut. Das kommt jetzt auch noch hier rein. Das ist aber optional. Ich nehme auch nicht ganz so viel. So. Und dann wird das einmal alles miteinander vermischt. Ich vermische das jetzt einmal grob und dann gebe ich das kurz in die Knetmaschine. Los geht's! So, ich knete das jetzt nochmal eben mit der Hand nach. Also ich finde, der Teig ist gut geworden. Ich hatte ein paar Kommentare darunter gelesen, dass es matschig geworden ist. Das habe ich jetzt gar nicht. Was mich ein bisschen wundert, ist halt, dass so gar keine Hefe drin ist. Nee, ne? Ne? Also normalerweise, ich hätte jetzt gesagt, bei Brötchen arbeitet man vielleicht mit Hefe, aber muss auch nicht. Und ich finde die Teigmenge sehr wenig, muss ich sagen. Aber da kann man auf jeden Fall... Ja gut, die werden auch noch ordentlich aufgehen. Ne? Da soll man 7 Brötchen draus machen können. Ich mache jetzt mal so eine Wurst und dann teile ich das hier mal so ein bisschen ab. So, ich schneide das jetzt in 5 ungefähr gleich große Stücke. Dann werden die halt ein bisschen größer, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Die sind echt klein. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich glaube, ich knete die noch ein bisschen durch. Der Teig ist bei mir eher tendenziell ein bisschen zu trocken, hätte ich jetzt gesagt. Aber Zimtbrötchen, bring it on. Da steht mein Name halt auch einfach voll drauf. Wie macht man denn eine gute Brötchenform? Wo ist der Jo, wenn man ihn braucht? Ja, hallo, ich bin Nadine und backe gerne Zimtbrötchen. Ist das so eine Brötchenform? Soll ich noch so ein Spitzi machen? Jetzt sieht es aus wie eine dicke Kaffeebohne irgendwie. Ja, auch. Nee, das macht keinen Sinn. Ich mache nochmal neu. So, ich finde, die sehen ganz okay aus. Die gehen jetzt einmal in den Ofen bei 180 Grad Umluft für 10 bis 15 Minuten. Ich bin mal gespannt und werde euch berichten, ob es auch gepasst hat. So, und dann gucken wir mal. Okay, ciao. Wir kümmern uns als nächstes ums Topping. Und ich bediene mich an der Lotus-Creme von letzter Woche. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, habe ich es euch mal verlinkt. Ihr könntet auch, also in dem Grundrezept hat sie so ein... Ich glaube, so ein Cinnamon-Protein-Topping von irgendeiner Firma genommen, weil das, glaube ich, ein Placement war. Das wollte ich euch jetzt mal ersparen. Ihr könnt das theoretisch nachlesen und das einfach nutzen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel so ein Zuckerguss-Icing machen, was man, oder so ein Topping, was man bei Zimtschnecken macht. Fand ich auch nicht schlecht. Ich dachte, ich biete jetzt mal dritte Alternative einfach an, was ich habe. Man kann nämlich auch zum Beispiel diese Lotus-Creme schmelzen und dann als Topping benutzen. Finde ich auch sehr, sehr nice. Müsstet ihr einfach mal schauen, worauf ihr Bock habt. Ich fand das jetzt hier ganz gut, um die angebrochene Creme zu verbrauchen. Das bedeutet leider auch, dass ich wieder an diese Mikrowelle muss. Aber wir haben dazugelernt. Okay. Wir haben dazugelernt, wir machen einfach nicht mehr auf Level Max. Pieps. Guck mal, Mutti hat gelernt. So, das wird dann jetzt gleich unser Topping. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich habe die mal hier drapiert. Die sind tatsächlich, das sind
Die sind sehr klein und sehen ein bisschen aus wie Maronen. Was Makronen. Also Makronen, nicht Maronen. War das auf dem Bild irgendwie eine Makroaufnahme? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil wenn du ganz nah rangehst, so. Ja, oder? Und die Hand weg. Ja. Oh, lecker Brötchen. Man muss ja überlegen, die sehen ja bei dir schon klein aus, ne? Bei dir ist das einfach ein Keks, ne? So, was ist es? Ich habe gedacht, die gehen mir auf. Ich mache mal gerade noch das Topping drüber. Wow, wow. Ich muss übrigens sagen, ich finde, das ist so ein Talent von dir. So Schlieren auf Zeug machen. Du bist eine Schlierenmeisterin. Ja, und genau als jetzt du sagst, du gerade glaub ich das. Das ist, weil du mich nervös gemacht hast. Ich kann mit nicht umgehen. Also die duften fantastisch. Ich habe hier noch so eine Zimt- und Zuckermische. Die machen wir jetzt noch ein bisschen drüber. Ist ja noch nicht genug Zucker drin. Also ich finde großtechnisch schon mal Pluspunkt. Ich finde die Handhabung, wie sie gemacht werden, Pluspunkt. Die waren jetzt sehr einfach. Die Zutaten waren sehr einfach. Dafür gibt es eine Menge Pluspunkte. Größe gibt von mir einen Punktabzug. Wir ziehen sie jetzt mal so. Ja, also weiß ich nicht so richtig. Ich probiere jetzt mal. Ich finde, sie sehen jetzt nicht unfluffig aus. Die schmecken gut. Das als erstes. Sie sind nicht so krass zimtig, wie ich es gedacht hätte. Und ein bisschen drisch. Ich finde, geschmacklich ist das so eine 3,8 von 5. Es könnte besser sein, es könnte ein bisschen weicher sein. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Ich finde sie nicht sehr fluffig. Sie sind so sehr, ja, sehr gepresst. Vielleicht habe ich auch zu fest geknetet. Ich war nicht der Meinung, ich habe das gemacht, aber vielleicht habe ich das getan. Man hätte vielleicht noch einen Spritzer Sprudelwasser reinmachen können, um das alles so ein bisschen aufzulockern. Aber an und für sich würde ich sagen, könnt ihr das nachmachen, wenn ihr gerade eh die Sachen da habt oder einkaufen geht. Also ich glaube, mit ein, zwei kleinen Änderungen am Rezept, wie jetzt halt zum Beispiel, wobei ich muss sagen, vielleicht ist es auch mit Ei ein bisschen fluffiger. Das muss man dazu sagen, ich habe ja die vegane Variante gemacht. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen Sprudelwasser dazu geben müssen. Aber ich, wie gesagt, ich finde, es ist kein schlechtes Rezept. Es schmeckt nicht schlecht. Und ich würde es nachmachen. Also, wenn ich ihr wärt. Von daher, macht das gerne, die kleinen Mäuse. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Und falls ihr jetzt noch mehr solche lustigen kleinen Testrezepte sehen möchtet, ich habe mal bei TikTok was nachgemacht. Das war wirklich dramatisch. Das ist dieses Video hier. Guckt euch das gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in einem neuen Video wieder. Macht's gut, ihr kleinen Schnecken. Bis dahin und tschüss!